So, und damit ein Willkommen zurück hier bei Planet Coaster. Ich habe noch überhaupt nicht nachgeschaut in diesem neuen Szenario hier, was sie überhaupt an Achterbahnen so haben. Ich habe noch nicht nachgeschaut. Was ist das denn überhaupt? Downforce. Oh, ah, okay, das, was wir vom Stil eben schon gesehen haben. Okay. Okay, ja, warum nicht, ne? Warum nicht, dass man hier einmal komplett hochgeprügelt wird? Scheint eine recht, ich will nicht sagen spezielle Art zu sein von Bahn, aber sie ist schon recht speziell. Das ist... Bin ich da schon mal mitgefahren? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe die alle mal irgendwann durchgetestet, aber die sieht durchaus schick aus. Das sieht halt... Das sieht aus wie... Wie besonders schöne Handschrift. Das ganze Ding hier. Das ist alles so geschmeidig. Was ist denn? Wer macht denn sowas? Oh. Ich weiß es nicht. Wir haben im Moment nur zwei Bahnen hier. Und zwar Launched Hydraulisch, ja, das haben wir schon gesehen. Und einmal den Looping American Arrow. Kennen wir ja auch mittlerweile. Haben wir auch schon mal benutzt. Das heißt, ich werde nur mal, bevor es nochmal richtig losgeht, hier nochmal Forschung starten. Und zwar eine weitere Achterbahn vielleicht. Und auch gerne noch mehr, was hätten wir denn gerne? Souvenirs. Ich brauche Souvenirs. Weil, das bringt Geld. Der einzige Grund, warum man das haben sollte. So. Ich baue dabei noch einmal an diesem Gebäude hier weiter. Achso, Schienenfahrgeschäfte haben wir noch gar nicht. Normale Fahrgeschäfte sind es auch nur 4 bisher. Läden-Service sind auch noch nicht so viele. Wobei wir haben, ja, noch keinen Souvenirkram. Das ist wichtig, dass wir das Zeug haben. Anscheinend ist das wirklich der große gewinnbringende Faktor hier. Der denn hier uns ordentlich reich machen sollte. Das, was wir alle natürlich wollen. Oh, ist auch nicht verkehrt, ne? Sowas hier zwischen zu haben. Wobei ich tatsächlich eher die ganz normale Säule hier nehmen würde. Viral Filter. Nein. Stuck. So. Alle hier, ne? Alle von den Teilen mal. Ne, das ist aktuell. Alle, so. Stuck. Das passt doch super über so einen Laden hier. So, ist auch wunderhübsch. Hier auch nochmal. Hast doch, ist auch herrlich. Bums. Markise braucht keiner, wenn man sowas hat. Da braucht keiner eine Markise. Was sind hier für Blöcke? Rundturm schon mal. Rundturm, Rundturm, Rundturm. Ja. Ah, ja, das ist doch groß. Okay, das. Au, das ist super. Warte mal. Aha. Oh, das ist schief. Das war super hier. Ja, gefällt mir. Kann man hier dann auch noch machen. Wobei das ein bisschen, glaube ich, sehr übertrieben wird, ne? Wenn man das zu allen Seiten macht. Ich meine, es ist zwar auch ganz schick, aber ich glaube, das wird zu viel des Guten. Zumal, also zumindest wenn man dann hier mit den Wänden da noch weiterbauen wollte. Ups. Warte mal, geht das überhaupt? Ne. Mist. Hä? Komme ich jetzt auf die Höhe? Müsste eigentlich, ne? Ja, sieht total schön aus. Das ist, naja. Na, vielleicht doch nicht. Nach hinten raus darf es gerne so aussehen, aber hier nicht vorne. Nein, 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 nein. Machen wir das hier hinten trotzdem so. Aber nicht nach vorne da, den ganzen Quatsch. Und wenn man das hier macht, muss man die Wand da oben so fortsetzen, ne? Geht aber bestimmt auch. Einfach noch so ein Ding drauf. Das geht bestimmt. Sieht ja fast aus wie manche Minecraft-Gebäude von mir. Dass die nach oben immer und immer wieder breiter werden. Ah, das geht tatsächlich. Sieht zwar übertrieben aus, aber genau dafür bin ich ja da. Es hat was, ne? Es hat was Schönes. Kann man hier zwischen sogar sagen, ey, hier komm, da ziehe ich das einfach mal ein bisschen auseinander hier. Beziehungsweise das bleibt jetzt mal so. Da bin ich gespannt. Ja, so. Dass man hier auch dann eine Wand so macht, dass man hier so eine Ecke mit reinbaut, ne? Das wäre nicht komplett verkehrt. Tja, und hier ist die Frage, wie das dann da aussehen soll, ne? Wie das dann hier... Was hier oben dann passieren soll. Da ist eine Ecke noch. Oh, da ist eine Ecke frei. Das geht natürlich nicht. Warte mal. Das muss ein bisschen runter. So, dass die Ecke da zumindest belegt ist. Naja, das wird schon gehen.
Ja, doch, genau. Da kann er gerne eine Schräge drauf. Ein Dach. Man nennt es Dach. Stuckdach. Ich würde kein Stuckdach haben. Steindachvogel. Ich habe keine Ahnung, was da für ein Dach drauf kommt dann, ne? Was da geht. Sowas hier wäre ein bisschen übertrieben. Das wäre ein bisschen sehr übertrieben. Normales Wellblech sieht auch komisch aus an einer Stelle. Die Dinger sind eigentlich immer ganz nett hier, die Holzteile. Finde ich. Hier so ein Holzschindeldach. Das passt eigentlich auch, ne? Hier von der Optik her. Schräge. Das ist aber eine sanfte Schräge. Aber eigentlich genau das, was ich suche hier. Na, vielleicht das suche ich ein bisschen mehr. Dass man das genau hier... Hallo? Eigentlich hätte ich das gerne noch ein bisschen weiter nach vorne, dass es hier direkt anschließt. Nicht so. Das geht zwar auch, aber dass es hier eigentlich... Naja, ein bisschen anders aussieht, aber... Dass der Teil halt direkt bis hier rangeht, aber das geht anscheinend gerade mal nicht. Das ist ein bisschen schade. Dann lassen wir das halt so. Ist auch eine Variante. Sieht allerdings sehr komisch aus. Wenn man das so macht, sieht es auch... Also das sieht jetzt noch komischer aus. Weil das halt auch... Das geht schon, es geht schon, es geht schon. Ja, ja, ja. Das muss ja gehen. Es muss ja gehen, ja. Ne? Es ist ja, man wird ja nicht jünger. So, keine Bögen. So, weiter Refielder. Stuck. Ja, ich versuche mal hier ein bisschen was noch drauf zu bauen, ne? Ein bisschen interessanter hier zu gestalten, das Ding. Ich weiß noch nicht genau, wie das aussehen wird. Gibt es nicht einseitig schräge Teile hier? So ist hier Stuckwand. Okay, genau das habe ich gesucht, nur ein bisschen kleiner. Ja. Das war jetzt nur von der Farbe ein bisschen komisch. Das geht auch nicht ganz raus hier. Okay, das sieht seltsam aus. Aha. Das ist manchmal ein bisschen schade, dass es dann doch nicht komplett frei quasi zu bewegen geht. Also, dass das Raster auf der Ebene... Habe ich denn eine Wand? Ja, was ist das denn? Dass das nicht so ganz frei geht. Aber doch, der Teil gefällt mir schon mal. Das Dach ist eine gute Wahl. Das sieht nur sehr komisch aus hier mit den mit den hervorstehenden Stücken da. Das sieht ein bisschen sehr seltsam aus. So, zuletzt. Da meint er noch eine Schicht hier oben drauf. Flomp. Kann man sogar eine Art Balkon da drauf werfen vielleicht. Das hätte auch was. Hier kann man das sogar noch ein bisschen nach außen ziehen, ne? Und jetzt hatte ich ja, das kommt ja wieder aufs Gleiche raus. Ja, aber es sieht sogar auch okay aus. Dass ich hier noch so ein bisschen Außenbereich habe. Ich brauche jetzt hier nur ein Dach. Naja. Ach, da guckt eh keiner so genau nach, würde ich sagen. Da guckt wahrscheinlich eh keiner so genau nach. Rund will ich das gar nicht. Hier aktuell benutzt oder zuletzt benutzt. Nochmal eine Schräge hier so ran schrägen. Und dann haben wir das hier auch. Da kommt dann noch ein Stückchen nach oben. Wo das ordentlich abgeschlossen ist. Ja, yeah, hallo? Hallo? So, das wollte ich, genau. Je komplizierter man das macht, desto fummeliger wird es. Man kann dann immer nur hoffen, dass das Programm doch versteht, was man eigentlich will. Manchmal hilft es, wenn man dann wirklich die Wand einfach erstmal oder den Gegenstand erstmal höher quasi baut, als er sein soll. Dass das Spiel quasi erstmal einen sinnvollen Anhaltspunkt dafür finden kann. Das war jetzt ein Fehler. Das kann manchmal so ein bisschen fummelig werden, aber man kann immer nur hoffen, dass es funktioniert. Und mit genügend Geduld funktioniert es dann auch meistens. Man muss halt nur Geduld haben. Das ist so die größte Schwierigkeit hier. Das hätte ich auch noch nach draußen ziehen können hier, ne? Aha. Aha. Ja. Das wird seltsam. Ich glaube, seltsam ist ein gutes Wort an der Stelle. Achso, hier fehlt er raus. Aha. Ja, hier komm. Zieh ich das mal ganz raus. Das mache ich hier genauso. Das fand ich ganz schön eigentlich. Das hat zumindest was.
Das Schöne ist, die ganze Deko macht genau überhaupt nichts, wenn wir da mal so ehrlich sind. Zumindest geht es nicht um die Art der Deko quasi, sondern einfach nur um die Menge. Das heißt, wenn man genügend dahin macht, dann freuen sich die Leute, aber letztendlich ist es vollkommen egal, wie die genau aussieht. Was man da genau macht. Das ist den Leuten sehr egal. Soweit ich das weiß. So. Ich hätte gerne alle Gebäude eigentlich mit Überstand hier, aber ich glaube, das wird zu wuchtig dann. Das wird zu viel des Guten. Es wird nicht gehen, glaube ich. Ja, vor allem nicht mit diesem Ausbau da. Das ist eine schlechte Sache hier. Oder, warte mal. Das wird jetzt sehr übertrieben. Das auch nochmal so daran hier. Ups. Es wäre schön, wenn das Gebäude einfach so weiter rotieren könnte. Das hätte was. Zwar nicht viel Schönes, aber es hätte was. Ich baue das jetzt noch höher hier. Quasi auf welche Höhe eigentlich? Ich habe keinen besten Schimmer. Achso, machen wir das auf genau die hier. Ist es passend hier? Ja, anscheinend. Warum auch nicht, ne? Warum auch nicht? Die Anzahl der Teile ist ja ziemlich egal. Es kostet zwar einen Tick mehr, aber das ist eigentlich vollkommen egal. Das hier kann sogar noch höher werden. Das wird sich gleich zeigen. So, das Dach darf aber gerne schräger. Wo ist es denn? Hier, Holzschindel, Gelöt, Quatsch, Dingsbums, Zeug. TM. So, das ist so. Oder gibt es da so einen Ausbau hier nach außen? Dachkante. Es gibt doch eine Dachkante. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Oder hätte ich jetzt nicht gedacht, kantet. Ja, machen wir es mit Dachkante hier. Na gut, machen wir es mit Dachkante. Das ist dann, anders als gedacht, aber das geht schon mal. Das hier vorne wird dann auch ein bisschen albern. Und die Dachkante ist wahrscheinlich zu klein, oder? Die ist in erster Linie ziemlich albern. Was ist denn für eine Dachkante hier? Nee, warte mal. Das muss anders. Das geht auch anders. So. Das ist zu fein abgestuft. Schön. Das ist besser als vorher. Sehr viel besser. Ja, das ist mal ein ordentliches Gebäude hier. Also mal schön jetzt hier. Zumindest ein bisschen schön. Ich hätte gerne lieber mehr Überstand nach außen hier. Können wir auch machen, ne? Dass man das nochmal hier verschiebt. Oder wäre das dann zu wuchtig? Okay, da vorne sieht es erstmal doof aus. Das wird sehr wuchtig, aber ich glaube, das wird gut. Ich glaube, genau das ist das. Ich glaube, genau das ist, was ich wollte. Ist das, was du willst? Ja. Okay, die müssen niedriger. Aber ganz ordentlich niedriger. Und sogar auch. Also was in dem Stil halten hier. Hätte ich mal direkt beide verschieben sollen. So. Einigermaßen viel Feinarbeit jetzt hier. Aber muss auch mal sein hier. So. Ja. Ja, von unten wird man das dann, glaube ich, leider durchsehen können. Aber ich glaube, das ist auch relativ schnuppe an der Stelle. Behaupte ich einfach mal so. Das wird sich jetzt zeigen. Warum ist das rot? Warum ist das rot? Hallo? Ach, durch das Fahrgeschäft hier, oder was? Muss ich das Fahrgeschäft? Nee, ich bewege das Fahrgeschäft ein bisschen. Ist das Dach zu massiv? Ich mach das Dach mal kleiner hier. Das machen wir noch anders, warte mal. Man könnte das jetzt komplett flach machen hier. Uncool. Und ich muss es doch hier wieder machen mit dem flachen Dings hier, dass es nach außen so steht. Das wäre halt auch eine Variante, ne? Dass es halt aber nicht offen ist, bitte. Naja, wobei das darf schon so schräg sein. Allerdings, mach den einfach deinen Überstand dran und dann ist gut. Ich denke mal, das passt dann schon. Selbst das hier vorne darf dann, warte mal.
Hallo? Ah. So. Darf man gerne hier überstehen. Und diese kleine Miniatur-Windsüberstand. Ist er nicht schön? Ist er nicht albern? Okay. Hallo? Ne, ich versuche mal das Dach hier noch ein bisschen zurecht zu fixen. Dass das mal schön wird. Es kann jetzt ein bisschen fummelig werden, deswegen werde ich das mal kurz rausschneiden. So, ich habe mich jetzt erstmal gegen diesen Teil hier vorne entschieden, dass das da auch so rausgeht. Stattdessen habe ich hier erstmal das Dach ein bisschen rangefertigt, hier ein bisschen zusammengebaut, dann nochmal so eine Zierkante rein quasi. Ups, das ging zu weit. Ich weiß nicht, ob es von überall abgedichtet ist. Ich habe daran gedacht, dass es hier unten auch zu ist. Ansonsten sieht es nochmal sehr seltsam aus. Aber das ist halt normal. Und hier hätte ich jetzt gerne irgendwas noch, irgendwas Turmartiges drauf. Das finde ich auch gar nicht mehr so verkehrt. Dass wir hier nochmal was in der Art haben, im Sinne von, hier, Filterstock, ne, mal wieder. Allerdings, oh, das ist auch gut. Was ist das denn für eine Säule? Ah, ist auch nicht verkehrt, ne? Sowas kann man da wirklich hier auch nochmal reinbauen, falls man da, das ist gar nicht so verkehrt. Falls man hier so ein Dach noch drauflegen wollte. Das wäre nicht schlecht. Ja, machen wir das. Hätte ich mal behauptet. Falls ich hier noch irgendwas drauflegen wollte, wobei, mache ich das? Ne, ich mache das glaube ich nichts. Glaube ich nicht, nein. Vermutlich mache ich das eh nicht. Eine ganz normale Säule können wir hier hinstellen. Stucksäule 1, ja, das ist schön. Die passt ja super hin. Ja, weil die passt ja insgesamt halt ganz gut hin eigentlich. Sieht halt recht interessant aus jetzt. An die Ecke auch nochmal. Ja, wie der Gebäudeteil dann aussieht, weiß ich noch nicht so ganz. Vermutlich nicht so, wie er jetzt ist. So, wunderhübsch. Herrlich. Dieses Gebäude ist jetzt schon ein Traum. So. Das kann man wegen direkt hier in die Ecke einfach. Warum auch nicht, ne? Kann man sogar hier eine Säule. Naja, theoretisch davor bauen, theoretisch daran bauen. Mache ich gerade mal nicht. Das ist einfach nur so ein kleiner Sockel für irgendwas. Ja, was wollte ich hier oben machen? Irgendwas noch hier herausgehendes. Das wäre natürlich schön in rund, aber das ist, glaube ich, von der Größe her zu wenig. Dann was Turmartiges. Das hier ist deutlich besser, ne? Ich weiß nicht, wie es aussieht, wenn man das kombiniert. Hier den ganzen Quatsch. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob das rund sein darf in dem Sinne. Ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass das hier wirklich gut aussehen wird. Wenn ich das hier dann noch vorbaue quasi. Tja, jetzt fehlt mir wieder so ein bisschen die Möglichkeit, was Feineres zu bauen jetzt hier noch. Aber muss ich schauen, vielleicht mache ich dann hier vorne die Ecke ein bisschen anders oder den Aufbau da. Das kann auch gut sein, dass das ein bisschen anders wird. Das wird sich zeigen. So. Da ist noch eine Runde drauf hier. So. Und da kann jetzt tatsächlich nochmal hier das oben drauf gebaut werden. Und ich hätte jetzt schauen können, ob man da oben vielleicht ein Dach drauf zimmern könnte. Hätte ich mal auch machen können. Also ist schon mal besser als vorher. Besser als gar nichts. Also besser als es eben war. Tja, so sieht's doof aus. Ich könnte vielleicht gucken, ob ich hier Dächer ranmache, ne? Da ist so eine Dachschräge. Das wäre mal ganz schön. Stuck, nein. Und zwar, das Zeug hier. Das gibt es ja auch mit... Nein, rund nicht, aber was ist das hier? So ein Außeneck, genau. Hallo Tageszeit, es wäre schön, wenn du wieder da bist. Hier, Tageszeit, Bombs. Wenn sowas hier ranwirft. Aber wenn das denn geht. Na, komm. Ja, das ist besser. Da kann der Turm fast fördern. Mit diese Sachen, die man erst im Nachhinein feststellt. Hey, ja. Hey, ja. Ja, da kann das fast auch hinten auch noch so, ne? Das ist gemein, wenn man dann plötzlich neue Ideen hat und das Konzept sich im Kopf dann halt so verändert, dass die alte Idee eigentlich mittlerweile verworfen werden könnte. Das ist gemein. Das ist fies.
Okay, ist jetzt so versetzt wieder. Es gibt manchmal diesen komischen Effekt, dass es sehr seltsam versetzt ist. Dass man da nicht ernsthaft wieder an den alten Teil da anschließen kann. Das war jetzt anscheinend der Fall. Dass es tatsächlich irgendwie so ein ganz kleines bisschen versetzt ist. Ja, wobei das... Ist das versetzt? Ja, hier auch. Das ist komisch dann. Weil das so ganz, ganz fein ist. Und das kann ich selbst auch nicht mehr einstellen hier. Oh. Ich weiß nicht, woher das kommt. Diese extra feine... Na, Versetzung halt, ne? Das ist ja... Man sieht ja, was passiert ist. Würde ich mal behaupten. Und das kann ich auch nicht ändern hier. Das kann ich nur einen Ticken höher ziehen hier wieder. Damit zumindest auf beiden Seiten gleich ist. Oder das Dach, kann ich das jetzt anders bewegen hier? Jetzt geht das Dach halt höher. Das ist der komische Teil. Dass sich quasi irgendwo einen neuen Bezugspunkt aussucht quasi. Und dann... Das ist ja schon wieder schief. Dass es plötzlich dann halt quasi leicht, ganz leicht verschoben ist zum eigentlichen. Das ist gar nicht so verkehrt jetzt, ne? Ist nicht unbedingt schön, also das ist, also im Sinne von, es ist nicht so durchdacht, aber es ist zumindest was Individuelles. So, und ich muss gleich mal eine Achterbahn bauen. Weil das wird erst in der nächsten Folge passieren hier. Also das wird tatsächlich die erste Achterbahn bauen, wie sie denn auch hier von dem ganzen Spiel überhaupt gefordert werden, von diesem Szenario. Dass wir da mal uns den Achterbahnen widmen, die denn hier gefordert werden. Es geht ja nicht, wenn wir das komplett ignorieren. Das wär Quatsch. Ich will ja die Errungenschaften hier erreichen. So, das ist auch noch ein bisschen höher. Wie gesagt, warum auch immer das so passiert. Ich habe keinen besseren Schimmer. Und der Turm kann jetzt tatsächlich ein Stück höher wie hier. Das sieht nämlich fast ein bisschen albern aus. Aha. Ja. Yep. Ach, ich komme da noch ran. Alles klar. Genau, ich wollte gerade sagen, hier sind noch, da ist noch ein unteres Stück, aber da komme ich genau ran. Sehr gut. Sehr gut. So. Ja. okay, sieht gerade mal ein bisschen wie irgend so ein sehr überdimensioniertes Klohaus aus. Ist es aber ja auch, ne? Das muss man ja mal beachten. Das ist es ja auch. Sieht hinten eigentlich zumindest interessant aus. Tja. Ich bin noch nicht so ganz sicher, ob mir das gefallen wird. Aber wenn man da noch ein paar Säulen nach außen legt vielleicht. Ein paar Säulen hier und da. Wäre sicherlich eine Variante. Oder man macht das tatsächlich so. Das hätte auch was, ne? Ah, das ist gut. Ah, es ist zumindest interessant. Oh, es ist zumindest was Besonderes, weil so baut es sonst echt keiner. Vermutlich aus gutem Grund. Ich weiß es noch nicht so ganz. Da muss noch eine Kante oben dran. Für das Dach hier, für das Teil hier. Übernimmt ihr das hier oder zieht ihr das dann außenrum? Ich weiß es nicht. Naja gut, ich werde mal versuchen, dass ich das hier zum nächsten Mal ein bisschen vollständiger mache. Dass ich das ein bisschen Feintuning mache hier. Und würde ich sagen, sehen wir uns einfach beim nächsten Mal hier wieder bei Planet Coaster. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.